Flug morgen nicht machen. Hallo meine Freunde, heute geht es in die Hauptstadt. Heute geht es nach Bangkok. Ich werde da dort schon erwartet, was da passiert und was wir da treiben werden. Das erfahrt ihr hier in dem Video. Es wird auf jeden Fall lustig. Ja meine Freunde, es geht los. Ich sitze in dem Bus nach Bangkok. Jetzt ist es kurz nach 9 Uhr, Bus hat 20 Minuten Verspätung, ist Thai Time, ganz klar. Und wir werden heute um 17 Uhr ungefähr ankommen in Bangkok. Also ihr seht, ich habe eine Fahrt vor mir. Das Problem ist, es dauert halt so lange, weil der Bus überall anhält. Aber es ist nicht teuer, es kostet 9 Euro, knapp 9 Euro, meine Freunde. Von mir zu Hause nach Bangkok, ideal. Ja, meine Freunde, Zwischenstopp. Wir haben Zwischenstopp gehabt, das heißt pinkeln. Einmal direkt in der Mitte ist nämlich Stopp. Und ich muss auch mies pissen jetzt, Freunde. Deswegen los geht's auf die Toilette. Also der Bus hält tatsächlich einmal an für eine Pause. Und das ist hier. Ich zeige euch mal, was da so abgeht. Da kann man ein bisschen Essen kaufen. Da gibt es auch einen kleinen Seven vorne. Was trinken. Aber man hat halt nicht viel Zeit. Und ich glaube, der Bus fährt los mit oder ohne dir. Hier kannst du dich hinsetzen, ein bisschen was essen. Ja, Seven war zu viel. War zu viel gesagt. Schaut mal. Das ist eher so ein No-Name Seven, so ein Seven-Copy-Ding. Und außen gibt es natürlich noch Stände. Also Stände, wo Leute einfach, ja, ich sag mal, Früchte, Eier, man kennt sie. Fleischbällchen, Spieße. Also es wird ja alles verkauft. Ja, für die Leute aus dem Bus natürlich. Tamarin, was in der Ortschaft hier in der Region natürlich ganz stark ist. Schaut mal hier die Autobahn noch. Die ballert hier so vorbei. Heute ist nicht so viel los. Also es ist okay. Es ist durchwachsen, sag ich mal. Aber es ist nicht staulastig. Der Bus fährt normal seine 90 wahrscheinlich gefühlt. Also es ist ein normaler Tag hier auf Thailands Straßen. Auch im Bus ist es ruhig, also die Leute chillen alle, gucken in ihr Handy rein, schlafen. Alles ist ruhig, wie man es halt kennt, asiatisch. Easy, total easy für 9 Euro nach Bangkok. Ich glaube, nicht viel mehr geht sogar nach Pattaya von uns aus. Lass es dann irgendwie 11 Euro sein. Also die Busreisen sind sehr angenehm, ich kann euch das empfehlen. Fahrt mit dem Bus, man muss zwar ein bisschen Sitzfleisch mitnehmen und ein bisschen Geduld auch, es dauert alles ein bisschen länger, aber hey, safe, es ist absolut sicher, es kostet kaum Geld, meine Meinung. Bin gespannt, was wir heute Abend in Bangkok machen, meine Freunde. Ich habe keinen Plan, aber das sind die besten Abende, meine Freunde, die Abende ohne Plan. Wie gesagt, vom Moshit, der Bus fährt Moshit. Moshit ist die, ja, der große Omnibusbahnhof von Bangkok. Und da holt mich mein Kumpel ab und dann gucken wir mal, was wir machen. Ich denke mal, wir fahren nahe Khao San Road zu seinem Friseursalon. Dann machen wir mir erstmal einen vernünftigen Haarschnitt und dann gehen wir auf jeden Fall trinken, meine Freunde. Ich nehme euch mit, komplett Travel Vlog heute vom Nordzentral-Thailand, meine Provinz Phetchabun, bis nach Bangkok, Bus, Party, Thailand.
Oh. Jo, meine Freunde, wir sind angekommen in Bangkok. Wir sind im Endeffekt jetzt viel zu lange unterwegs gewesen. Ey. Das ist Problem, weil Feiertag waren, alle Leute waren im Bus, der Bus ist randvoll. An jeder kleinen Haltestelle haben wir gewartet. Boah, ich war jetzt unterwegs, keine Ahnung. Lange, 10 Stunden. Jetzt gucken wir mal, irgendwo wartet mein Kumpel auf mich. Irgendwo wartet er. Wir haben schon einen guten Plan heute. Wir fahren jetzt ins Friseursalon von ihm, Nähe von der Khao San Road, dann bekomme ich mal einen vernünftigen Haarschnitt. Und da seht ihr mich mal ohne Hut, meine Freunde. Stefan Chang ohne Hut. Ja, und dann fahren wir zu ihm nach Hause, bringen das Auto nach Hause, mein ganzes Gepäck. Und dann werden wir auf die Khao San Road fahren, meine Freunde. Und natürlich gibt es da ein paar Bierchen. Ja, meine Freunde, Dirty Bangkok hat mich wieder. Dirty Bangkok. Sehr geil, meine Freunde. Wir kommen passend zum Sonnenuntergang nach Bangkok. Super! Hier mein bester Freund aus Bangkok, meine Freunde. Auf ihn ist einfach Verlass. Hello, man! Nice to see you. Me too. You go with this one, huh? Very fast. Can't drink, bro. Can't drink. Das ist das neue Vorbewegungsmittel hier in Bangkok. Geht auch ohne Alkohollimit. No limit. Wow. GoPro. GoPro 11. 11. Okay, let's go. I show you a special pants. Okay, nice. Wir sind in der Nähe von der Khao San Road, meine Freunde. Da gehen wir später natürlich noch hin. Wenn ihr Pattaya Patupi kennt, das ist hier 50 Meter weiter. Dann bist du bei seinem Barbershop, also bei dem legendären Pattaya Patupi Shop. Up. You give tip little bit, huh? So he take care. Yeah, he work for temple. Ah, Kambun, yeah. That's nice. So, jetzt wollen wir uns mal einen absolut special Haircut abholen. Der Laden hat heute eigentlich zu, Montag hat er zu, sonst hat er immer auf, meine Freunde, könnt immer herkommen. Und hier vorne ist Pattaya Patupi, da wo die Leute anstehen, schaut mal. Da ist Pattaya Patupi und hier ist sein Barbershop. Sieht mega aus, Bro. Bro, mega. Very, very, very nice, very beautiful. So ein Mann. Yeah. It's good style. Style a little bit English or something, huh? Blockhead Barber Club, ja? Barber Club. Look very expensive, bro. You fucking expensive, huh? No, no, no. Normal prices.
Good prices, good work. Blockhead Barbershop. $400 vernünftiger Haircut mit Shampoo, $600 mit Shave natürlich noch, Kinder 2,50, Shave or Trim 3,50, genau. Bro, you make happy Anne? Huh? You also happy Anne? How much? 500. 1,000 baht, bro. 1,000 baht. Hier auch eigene Ölpaste, Promenade. Wie gesagt, also mein bester Kumpel, ich kenne ihn 8 Jahre, glaube ich, jetzt. Yeah. Damn, Bro, damn. I show you special place. Mm-hmm. Bro, what is special place? I scare a little bit. No, it's cool, bro. Special place, bro. Treppen sind nicht gemacht für mich. Ich habe mir gedacht, ihr seht schon, wir sind wieder Bangkok Underground. Die Treppen sind gerade mal so breit wie meine Hüfte, plus 2 cm. Bro, you can hear? Yeah? Okay, let's try, bro. Wenn es mich da runterhaut, ich bin ja so ein Höhenarschloch. Höhenarschloch, Höhenarschlochin, Substantiv, Maskulin, der, eine Person, die enorme Probleme mit der Höhe hat. Aber jetzt gehen wir zurück zu Stefan, der gerade irgendwo in einem Hinterhof in Bangkok eine sehr alte provisorische Leiter an der Außenseite eines Gebäudes in den 3. Stock steigt. Fuck, Alter. Aber ich den Flug morgen nicht machen. Can't, bro. You take camera, bro. It's old man. Old man. Yes. Yeah. Wow. Very, very beautiful, bro. But it's near future this year. I want to cocktail bar. Nice. Small cocktail rooftop, bro. Yeah. Rooftop bar. Rooftop bar, next future. Guck mal. Maybe. Yes, bro. Is it cool, bro? Yes. What is this? Wat Phu Khao Thong. Wat Phu Khao Thong. Nice. Good view. Coole Ausblick hier, Freunde. Wie ihr seht, wir sind hier. But bro, if you make the rooftop bar, you need another stair. Huh? You need secret bar, bro. Only secret. What is this, bro? Ist auch ein fetter Tempel hier. Ja, man sieht schon, man ist hier auf seinem Rooftop hier, wo er illegal eine Bar eröffnen will, so wie es aussieht, weil mit den Treppen brauchst du keine. La Charanda Tempel ist hier ums Eck gleich. Also mit den Treppen, da brauchst du keine Kundschaft hochgehen lassen. Weil das geht von dreimal einmal schief, das garantiere ich euch. Aber geil! Tonight we drink, you know. Hey Leute, guck mal, wie man da runter geht. Das ist gemeingefährlich. Also ich breche mir heute nur das Genick. Ich bin im Arsch wahrscheinlich. Guck mal. I think go down. My shoe go down. Fuck man, ich hab den Schuh verloren hier. Ich laufe hier hardcore in der Bangkok-Pisse mit. Schau mal. Naja, in der harten Bangkok-Pisse laufe ich hier
Barfuß. Das ist geil, ich mag solche alten Häuser irgendwo Südostasien, wo du normal nie reinkommst und nie hinkommst und oh, ist cool. Wie ist also dieser Aufgang wieder zum Zumachen und dann diese Fensterscheiben und du hast halt so einen krassen Ausblick auf diesen Turm. Return of the shoe. I see, bro. You see? Very good, bro. Very good. Ich habe schon gedacht, ich fliege morgen mit einem Schuh nur. Kokun Makap, bro. Very good. I told you, Bangkok Dangerous. Yes, sure, bro. Sure, bro. Bangkok Dangerous. Nice! Mich juckt's überall. Mich juckt's überall, seitdem ich am Dach oben war. Oh. Let's cut! Bro, let's cut the shit! Yes! Yes, bro! Oh, now. Bro, my wheels. For student. Yes. My wheels, bro. Yeah, I remember. Die Wheels, die Rollen habe ich immer gekauft, weil die sind saugeil aus Kalifornien. Das sind die Fat Freeze von Orangutan. Die sind aus Kalifornien, die laufen wie Sau. Guck mal. Kennt ihr? Das, wo bei Star Wars, Darth Vader, wo der Helm dann so wegkommt, kennt ihr das? Pass auf. Star Wars, Bro. Wir können natürlich jetzt nicht das Hütchen wieder aufziehen, weil der Mann hat sich wirklich gut Mühe gegeben, ja? Hey, die Nummer ist gut, oder? Die Nummer ist echt gut. Wisst ihr, das ist gut. Wir lassen das halt so, meine Freunde. Ohne Hut. Stefan Chang Special. Stefan Chang ohne Hut. Der neue Style, meine Freunde. One night in Bangkok. Jo, meine Freunde, los geht's. Jetzt fahren wir zu ihm nach Hause. Und dann fahren wir natürlich mit dem Taxi in die Khao San. Das heißt, es hat einen Grund, warum wir das Auto heimfahren. Los geht's.